Unser nächster Wein vom Weingut Rausch ist ein Kerner Kabinett. Sagst du uns was dazu? Nun, Kerner ist eine dieser in Anführungszeichen Neuzüchtungen genannten Rebsorten, wobei das Wort natürlich relativ zu sehen ist. Die Kreuzung Kerner ist schon mehr als 60 Jahre alt und auch seit rund 40 Jahren schon bei uns auf dem Hof im Anbau, wenn auch nur auf einer kleinen Fläche. Das ist eine Riesling-Kreuzung, also eine Kreuzung aus Riesling und Trollinger, ganz interessant, aus einer roten und einer weißen Rebsorte. Sie trägt aber weiße Trauben, also grüne Trauben, ist auch eine Weißwein-Rebsorte dementsprechend. Ist etwas fruchtiger, würziger als mancher Riesling. Typisch ist immer eine sehr prägnante, manchmal an Eisbonbon erinnernde Nase. Wir bauen den Kerner als leichten Kabinettwein mit einer etwas dienenden Restsüße aus, weil wir in diesem Bereich eigentlich den meisten Absatz für diese Rebsorte sehen. Und wozu kann ich ihn verwenden? Nun, das ist eigentlich so ein, wie wir sagen, so ein Wein zum Schlotzen. Das heißt, ist sicherlich zu mild als Essensbegleiter, weil er ja doch eine deutliche Restsüße hat. Aber es gibt ja auch viele Weinfreunde, die gerne einen süffigen Wein zu sich nehmen und wo dann eben Süße und Säure sehr harmonisch gegeneinander stehen sollen. Und dafür ist dieser Wein eigentlich ideal. Das kann ich bestätigen. Dieser Wein ist also kein süßer Wein im klassischen Sinne, sondern ganz harmonisch die Süße und die Säure wunderbar ineinander harmonierend abgestimmt. Und den können Sie solo wunderbar trinken.